Herren. Ich freue mich, dass ich den Auftakt für den zweiten Tag machen kann. Wir neigen ja dazu, die Zukunft als Fortschreibung der Vergangenheit unter Berücksichtigung der Gegenwart zu betrachten. Und als Historiker der Ausbildung nach ist das ein Ansatz, den ich gut nachvollziehen kann, der auch in den allermeisten Fällen sehr gut funktioniert. Aber was machen wir eigentlich, wenn etwas ganz Neues, ganz Unvorhergesehenes passiert, etwas sich verändert, was eine neue Zukunft ermöglicht? Wie gehen wir damit um? Was passiert, wenn sich etwas Fundamentales ändert? Und mit diesem Fundamentalen, was sich da geändert hat, meine ich nicht etwa das Internet, das da aufgetaucht ist. Erstmal ist das nicht neu und zweitens ist das auch erstmal nur Technik und an sich also noch nichts wirklich Wichtiges. Ich meine auch nicht, dass wir feststellen, dass sich eine Reihe von Geschäftsmodellen aktuell überholen. Auch das meine ich nicht, was sich neu verändert hat. Um Ihnen einen ersten Einblick zu geben, möchte ich ein Beispiel aus einer ganz anderen Branche nehmen, die nichts mit Kulturinstitutionen, Gedächtnisorganisationen zu tun hat. Die Presseverlage sind gerade dabei, mit diesem Neuen umzugehen. Sie tun das mit dieser Veränderung, indem sie Leistungsschutzrechte einführen, Paywalls einführen, indem sie probieren, ihre Geschäftsmodelle zu retten. Sie tun dies unter der Maßgabe, unter der Forderung, sie seien unverzichtbar für die Demokratie. Sie seien die vierte Gewalt, sie seien das Sturmgewehr der Demokratie, sie seien die Stütze der freien Meinungsbildung. Und daraus leiten sie die Forderung ab, rettet unsere Geschäftsmodelle und nur die wenigsten Verlage hängen ein höfliches Bitte hinten dran. Sie seien unverzichtbar, sagen sie. Warum bringe ich dieses Beispiel in einem Museum? Weil auch Gedächtnisorganisationen dazu neigen, sich für unverzichtbar zu halten. Lassen Sie mich diese hoffentlich nicht zu provokante These kurz dahingehend präzisieren, dass ich nicht etwa meine, dass in Gedächtnisorganisationen, in kulturellen Institutionen nicht ein unglaublicher Wissensschatz vorhanden sei, eine Erfahrung über das Kuratieren von kulturellem Erbe, eine Erfahrung in der Aufarbeitung, Präsentation, Archivierung von Informationen und Wissen. Und das ist etwas, was in kulturellen Institutionen vorhanden ist. Aber als Institutionen, als Orte, als Gebäude, als Institutionen, sind sie da tatsächlich unverzichtbar? Was hat sich nun also verändert? Was ist aus meiner Sicht das, was sich in letzter Zeit deutlich entwickelt hat? Menschen, die wir bisher als Konsumenten gesehen haben, als Betrachter von Bildern, als Leser von Büchern oder Zeitschriften, diese Menschen sind nicht mehr Konsumenten, Betrachter, Leser, sondern sie sind Nutzer und sie nutzen Dinge. Und dadurch verändern sie die Art und Weise, die Rahmenbedingungen, in denen wir alle uns bewegen, radikal. Es sind vier zentrale Forderungen, die von diesen Nutzern ausgehen. Und über diese vier zentralen Forderungen möchte ich folgende kurz sprechen. Es sind Selbstverständlichkeiten, wenn man so sagen möchte, für jemanden, der sich nicht als ein Konsument, als ein Leser, als ein Betrachter begreift, sondern jemand, der sich als Nutzer begreift. Die erste Selbstverständlichkeit ist, es ist unser kulturelles Erbe. Die zweite Selbstverständlichkeit ist, ich bin Nutzer, nicht Betrachter. Die dritte ist es sind viele Kontexte möglich, in denen ich nutzen kann. Und die vierte ist, ich weiß auch etwas. Erste Selbstverständlichkeit, es ist unser kulturelles Erbe. Insbesondere nach dem gestrigen Nachmittag möchte ich gerne ich würde Selbstverständlichkeit nennen, man kann es aber auch als Forderung formulieren, auf die ich aber bestehe und auf die ich auch immer wieder poche. Es ist nicht der freie Zugang, der sich erklären muss. Es ist nicht die Freiheit, die erklären muss, warum sie sinnvoller ist als die Unfreiheit. Der freie Zugang, die freie Nutzung sollte der Default, die Selbstverständlichkeit sein. Und jede Form der Einschränkung sollte dem Rechtfertigungsdruck unterliegen. Nicht ich muss erklären, warum ich kulturelles Erbe nutzen möchte, sondern wer es beschränken will. Und es gibt Gründe, es zu beschränken. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das Urheberrecht mag eines davon sein. Persönlichkeitsrechte, die berechtigten Interessen von Institutionen gehören auch dazu. Aber der Default muss sein, dass die Beschränkung gerechtfertigt werden muss und nicht der freie Zugang sich erklären muss.
Es ist unser kulturelles Erbe, weswegen ich nicht verstehe, warum wir, und auch das ist eine Replik auf den gestrigen Nachmittag, warum wir den Zugang zu diesem Erbe, die Nutzung dieses Erbes so künstlich verknappen. Denn jede Einschränkung der Nutzung von kulturellem Erbe ist eine Verknappung. Und warum tun wir das? Was ist die Begründung dahinter? Was gewinnen Institutionen, was gewinnt die Gesellschaft, was gewinnen wir dadurch, dass wir künstlich verknappen, dass wir keinen freien Zugang, keine freie Nutzung erlauben? Ich habe es gestern nicht verstanden und ich bin sehr gespannt auf die heutige Podiumsdiskussion, die sicherlich darauf auch nochmal eingehen wird. Und der dritte Punkt zur Selbstverständlichkeit, dass es unser kulturelles Erbe ist, ist ein Hinweis auf diejenigen, die, und auch das fiel gestern immer wieder, der Eigentumsbegriff. Gerne wird er auch mit dem Kampfbegriff des geistigen Eigentums verbunden und der Vertreter der preußischen Schlösser und Gärten hat das gestern so gut auf den Punkt gebracht, es gäbe eben nur einen Eigentumsbegriff im Recht und nicht ein öffentliches und ein privates Eigentum. Dem möchte ich sagen, erstmal halte ich das, den Eigentumsbegriff im Zusammenhang mit kulturellem Erbe für völlig unbrauchbar. Aber wenn man ihn schon verwenden will, dann möchte ich auf Artikel 14 des Grundgesetzes immer wieder verweisen, Eigentum verpflichtet. Eigentum ist keine absolute Herrschaft über etwas, sondern Eigentum verpflichtet. Und wenn ich von geistigem Eigentum spreche, dann muss ich auch diese Konsequenz mitdenken. Das heißt, neben dem Ersteller und dem Verwerter gibt es ein gesellschaftliches Recht an Eigentum. Es gibt einen gesellschaftlichen Anspruch, teilzuhaben an diesem Eigentum. Das steht so in unserem Grundgesetz. Und daraus leite ich die Forderung ab, es ist unser aller kulturelles Erbe, über das wir sprechen. Wir sind nicht Betrachter, wir sind Nutzer, ist die zweite Selbstverständlichkeit. Ich bin in der Zeit im April diesen Jahres auf eine sehr interessante Studie von Martin Tröndle von der Uni Konstanz gestoßen, der herausgefunden hat, dass bei Ihnen, in Ihren Institutionen, in den Museen, der hat eine Untersuchung gemacht, wie lange verweilt jemand vor einem Bild. Und das ist extrem interessant, das sind 11 Sekunden. 11 Sekunden. Nächstes Bild. Das ist die Verweildauer vor einem durchschnittlichen Bild in einem Museum. Und da erzählt mir noch jemand was von der kurzen Aufmerksamkeitsspanne im Internet. Nein, die Betrachtungsweisen, die Art, wie wir uns mit Objekten, mit Bildern, mit Kunst auseinandersetzen, hat sich verändert. Das muss man nicht gut finden. Man kann sagen, ich fände es viel toller, wir würden 25 Sekunden, ich zähle nicht nochmal, wir würden 25 Sekunden vor einem Bild stehen. Aber so ist es nicht. Wir stehen 11 Sekunden vor einem Bild. Das müssen wir betrachten. Aber wenn ich nicht mehr nur Betrachter sein will, sondern wenn ich Nutzer sein möchte, dann möchte ich diese Dinge, diese Objekte, diese Kunst, dieses kulturelle Erbe nutzen, so wie ich es möchte. Ich möchte darüber bestimmen, wie ich sie nutze. Ich möchte mir das nicht vorgeben lassen. Dafür brauche ich unterschiedliche Formate, in denen dieses kulturelle Erbe vorhanden ist. Es muss unter einer freien Lizenz stehen, die mir erlaubt, selber über die Nutzung zu entscheiden und mir nicht Vorgaben macht, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Und das ist die Aufforderung an die Institutionen, an die Organisationen. Wir müssen den Inhalt, den, wie wir sagen würden, den Content in den Vordergrund stellen und nicht die Plattform. Denn für mich als Nutzer, nicht Betrachter, geht es überhaupt nicht darum, auf welcher Seite ich mich gerade befinde, ob ich auf einer Museumswebseite, in der Wikipedia oder sonst wo bin, sondern es geht darum, dass ich eine bestimmte Information, einen bestimmten Inhalt, einen bestimmten Content haben möchte. Und die Plattform, auf der sich das abspielt, ist für den Nutzer uninteressant. Drittens, die dritte Selbstverständlichkeit dieser Veränderung ist, wir haben keine Kontrolle mehr über den Kontext, in dem unser kulturelles Erbe verwendet wird. Ja, freier Zugang, freie Nutzung bedeutet, jeder kann ihre Inhalte, meine Inhalte, unsere Inhalte frei nutzen, so wie er das möchte. Und ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann es nicht. Jeder, der ihm was anderes sagt, der ihm verspricht, mit irgendwelchen technischen Lösungen eine Kontrolle doch noch irgendwie aufrechtzuerhalten, der lügt sie an. Das ist ein Kontrollverlust, den wir haben. Das ist einfach so. Aber was ist daran denn so schlimm? Natürlich, mit dem Begriff Kontrollverlust verbinden wir sofort Ängste und Sorgen. Und jeder kann sich jetzt auch gut vorstellen, was schieflaufen könnte, wenn man die Kontrolle abgibt über den Zugang, über die Nutzung. Aber
Überlegen Sie sich doch, welche großartigen Möglichkeiten mit diesem Kontrollverlust verbunden sein können. Welche Möglichkeiten der neuen Formen der Darstellung, der Präsentation möglich sind. Und ja, dazu gehören auch neue Geschäftsmodelle. Und ich möchte gerne nochmal auf den Punkt von gestern zurückkommen, dass die kommerzielle Nutzung gerne so als der Sonderfall gesehen wird, so als der IGIT-Faktor der freien Nutzung. Aber dann kann ja jemand damit Geld verdienen. Wie viele Menschen sind Millionäre geworden, dadurch, dass sie Kunstbücher herausgegeben haben, Sammelbände oder Lyrik? So gut wie niemand. Das ist kein Milliardenmarkt, mit dem man stinkreich werden kann. Sondern worum es hier geht, ist, dass Menschen kulturelles Erbe neu darstellen wollen, neu zusammenstellen wollen und das zum Beispiel in ein Buch packen. Und diese Menschen müssen von irgendetwas leben. Und das ist das, was wir ein Geschäftsmodell nennen. Das ist die kommerzielle Nutzung. Die kommerzielle Nutzung bedeutet, dass jemand ein Buch erstellen kann, das er verkauft und davon leben kann. Das finde ich eine ganz legitime Selbstverständlichkeit. Und das ist überhaupt nicht IGIT. Deswegen möchte ich sehr deutlich gegen dieses Scheinargument, die kommerzielle Nutzung, das geht doch irgendwie nicht. Das sei doch gegen die Idee des Gemeinschaftseigentums. Nein, überhaupt nicht. Die Gesellschaft ist voll von Situationen, wo wir gesellschaftliches Eigentum dafür privatwirtschaftlich nutzen, damit auch Geld verdienen, darauf Steuern bezahlen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die auch im kulturellen Sektor meines Erachtens eine Selbstverständlichkeit werden sollte. Keine Kontrolle des Kontexts bedeutet aber eigentlich, und das ist das Besondere daran, und das ist das Spannende, und das ist das, was ich auch so aufregend an diesem Thema finde, es bedeutet, dass wir experimentieren können. Wir alle, die wir hier in diesem Raum sitzen, haben bestimmte Vorstellungen, wie wir kulturelles Erbe darstellen können, wie wir es präsentieren können. Aber da draußen gibt es noch sehr viele andere Menschen, die vielleicht auch tolle Ideen haben. Lassen wir sie das doch mal ausprobieren. Ganz viele davon werden scheitern. Das ist auch okay. Aber irgendjemand wird auf eine ganz tolle Idee kommen, auf die niemand hier gekommen ist. Das ist ja das Großartige, wenn man Menschen Möglichkeiten gibt, wenn man ihnen Opportunities gibt, wie es im Englischen, finde ich, sehr viel schöner heißt, dann können sie Dinge ausprobieren, experimentieren. Und dadurch ergeben sich neue Formen der Darstellung und der Präsentation. Das ist die Folge des Kontrollverlustes. Die Folge des Kontrollverlustes ist damit etwas Positives und nichts etwas, was für uns mit Ängsten verbunden sein sollte. Die vierte Selbstverständlichkeit, ich weiß auch etwas, das ist dieser Wikipedia-Impuls, das ist dieser Moment, wo ich sage, ich weiß auch etwas, ich kann dazu etwas beitragen. Und das ist die Wunsch und die Aufforderung, das auch im kulturellen Kontext, auch in Gedächtnisorganisationen nutzbar zu machen. Gestern wurde schon kurz auf das Beispiel Wiki Loves Monuments eingegangen, eine Initiative, die weltweit, wo Menschen schon weltweit auf die Straßen gehen und Denkmäler fotografieren. Und in diesem Jahr, im September ist regelmäßig der Monat, in dem Wiki Loves Monuments startet, in diesem Jahr sind 363.000 Bilder gemacht worden von Denkmälern in der ganzen Welt. Alleine in Deutschland waren es 34.000. Das hat unglaublich viele Funktionen, da kann man unglaublich viel drüber erzählen. Gestern gab es schon ausführlich etwas über Wiki Loves Monuments, deswegen möchte ich auf diesen Punkt gar nicht mehr so eingehen. Ich möchte aber eine Funktion dieser Form von Massenarbeit und Crowdsourcing herausstellen, nämlich, dass hier auch etwas gesichert wird. Auch Denkmäler bedürfen der Sicherung. Und das, was Wiki Loves Monuments auch ist, ist, es ist eine Massensicherung von Monumenten und Denkmälern. Und wie wichtig das ist, das habe ich Ihnen mitgebracht. Wie wichtig das ist, sehen Sie hier dran. Das ist ein Bild, Wiki Loves Monuments, am 19. September 2012 aufgenommen. Es ist eine Siedlung in Köln-Ehrenfeld, eine Arbeitersiedlung aus den 20er Jahren, architektonisch sehr bedeutsam. Es gibt einen vierseitigen, sehr, sehr schönen Wikipedia-Artikel dazu, wer mehr Hintergründe wissen möchte. Und dieses Foto ist im Rahmen von Wiki Loves Monuments entstanden. Es ist jetzt sicherlich nicht das herausragendste Bild, aber warum ist das so wichtig? Ich habe gesagt, dass es eine Massensicherungskopie ist, denn am 21. September brannte die Siedlung nieder. Und das ist das einzige freie Bild, das es gibt und jemals geben wird vom Erhaltungszustand dieses Denkmals. Und das ist nur ein einziges Beispiel von vielen. Wir müssen also gar nicht bis zur Anna Amalia und dem Stadtarchiv in Köln zurückgehen, sondern hier
entsteht und vergeht. Jeden Tag vergehen Denkmäler. Und durch Initiativen wie Wickel of Monuments, durch dieses Ich weiß auch etwas, können wir zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass solche Dinge in Zukunft erhalten bleiben, wenn nicht im Original, so doch zumindest in einer freien Abbildung, die jeder nutzen kann, wann immer und wie immer er das tun möchte. Das ist die Selbstverständlichkeit und der Nutzen von Ich weiß auch etwas. Wir haben da mal was mitgebracht, ich habe da mal was vorbereitet. Diese Veränderungen haben nämlich, die finden schon statt, seit vielen Jahren finden die statt. Und einer der sichtbarsten Bereiche, in denen sie stattgefunden haben und in denen sie auch schon sehr weit sind, sind tatsächlich Enzyklopädien. Das ist Wikipedia. Und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz über Erfahrungen aus der Wikipedia mit diesen Veränderungen sprechen, mit diesen vier Selbstverständlichkeiten vom Betrachter zum Nutzer, vom Leser zum Nutzer. Und die dahinter stehende oder die Frage, mit der ich diesen Part einleiten möchte, ist, warum benutzen wir die Wikipedia und nicht die Interpedia? Die Interpedia ist ein kollaboratives Projekt zum Aufbau einer Online-Enzyklopädie, die im Jahr 1993 gestartet ist. Es gab zwischen der Interpedia, dem wahrscheinlich ersten Projekt dieser Art, und der Wikipedia im Jahre 2001 noch 8 weitere Initiativen und Versuche, eine Online-Enzyklopädie zu schreiben, die alle grandios gescheitert sind, bis auf die Wikipedia. Warum ist denn aber die Wikipedia, was hat die Wikipedia anders gemacht? Wie ist die Wikipedia mit diesen Veränderungen im Nutzerverhalten anders umgegangen als die anderen Initiativen? Ich glaube, daraus können wir einiges lernen. Zum einen stellen Sie die Beteiligung von Menschen in den Vordergrund. Das heißt, sie lädt ein, alle Menschen zum Mitmachen, nicht nur Experten. Sie konfektioniert kein Wissen, sondern sie ist eine offene Plattform, an der sich jeder beteiligen kann. Haben die anderen in dieser Form nicht gemacht. Sie verlässt sich auf etwas Bekanntes und das ist ganz wichtig. Sie probiert nicht, alle anderen 8 Enzyklopädie-Projekte im Internet haben probiert, eine neue Enzyklopädie zu machen. Die haben gesagt, wir wollen die Internet-Enzyklopädie werden. Die Wikipedia hat das nie gesagt. Die Wikipedia hat immer gesagt, wir wollen eine Enzyklopädie sein. Und das hilft Menschen dabei bei der Frage, was kann ich denn dazu beitragen? Eine Enzyklopädie ist ein bekanntes Muster. Das ist etwas, worauf was Vertrauen schafft, was Menschen, Leser, aber auch Nutzer, Mitarbeitende nutzen können. Und in ihren Institutionen ist das ebenfalls so. Der Begriff des Museums, der Begriff der Bibliothek sind positiv besetzt. Sie sind Assoziationen, Menschen wissen damit etwas anzufangen. Und das holt sie dort ab, wo sie sind. Dann geht es nur noch darum, das quasi auch noch im Netz möglich zu machen, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, wir machen jetzt die große Institution im Internet, sondern wir führen etwas aus der Erfahrungswelt der Menschen weiter in einem neuen Format. Und drittens stellte die Wikipedia anders als die gescheiterten Internet-Enzyklopädien die Inhalte in den Vordergrund, nicht die Technik. Es ist die einzige Seite gewesen, die Wikipedia, die keine eigene technische Plattform erfunden oder programmiert hat, sondern sich auf eine bestehende Plattform MediaWiki verlassen hat. Die Wikipedia legt schlicht keinen Wert auf Technik und bedauerlicherweise tut sie das bis heute nicht. Aber sie konzentriert sich auf die Inhalte und nicht auf die Technik. Und auch das ist, glaube ich, eine Lektion, die man auch außerhalb des enzyklopädischen Zusammenhangs gut nutzen kann. Und last but not least, Sie erwerben, wenn Sie in der Wikipedia mitarbeiten, kein soziales Eigentum an dem, was Sie machen. Sie sind anonym, wenn Sie das möchten. Sie verschwinden aber auf jeden Fall in der Versionsgeschichte. Sie sind als Autor, als Autorin nicht sichtbar. Und das ist ein Vorteil, weil das nämlich ermöglicht, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, auch wenn ich ein Amateur bin, auch wenn ich ein Anfänger, ein Laie bin, kann ich etwas beitragen. Ich stehe nicht mit meinem Namen, mit meiner Reputation für das, was ich schreibe, sondern ich bin einfach ein Mitbeitragender. Und damit lade ich Amateure und Laien ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist jetzt genau der Moment, wo Sie denken, aber das hat doch mit mir, mit meinem Museum, mit meiner Organisation nichts zu tun. Amateure, was sagt denn der Richter da? Verlange ich jetzt... Jetzt geht die Tür im Museum auf, da kommt jemand rein und hängt die Bilder um, weil er findet, die sehen irgendwie so besser aus, die seien besser kuratiert. Ist das das, was ich meine? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das mal ein interessantes Experiment. Aber es ist auf jeden Fall das Plädoyer dafür, dieses niederschwellige Angebot für Amateure zu machen. Dadurch gewinnen wir alle. Und den Amateur einzubeziehen, heißt ja nicht, den Profi auszuschließen. Das ist auch in der Enzyklopädie nicht so, in der Wikipedia nicht so. Das ist nicht die Forderung, der Amateur ist besser als der Profi. Aber es ist der klare Hinweis, der Amateur kann auch etwas. Ich weiß auch etwas. Sie erinnern sich an die Forderung, an die Selbstverständlichkeit von vorhin. Und das ist die Einladung. Lassen Sie Amateure in Ihre Institution.
Was hat die Wikipedia nun gelernt aus diesen Veränderungen? Die Enzyklopädie ist ein ganz guter Anfang gewesen, ein ganz guter Start. Sie ist ein Wissenssprungbrett, das heißt, sie vermittelt Wissen. Sie ist ein Anfang, wenn man etwas wissen will, aber sie ist nie der Endpunkt. Sie ist ein bekanntes Format, eine Enzyklopädie. Das hilft sowohl den Lesern als auch den Nutzern. Und sie ist ein niederschwelliges Angebot und setzt damit den Druck herab, der mich hindern könnte, an dem mitzuarbeiten. Aber es ist nicht alles positiv. Die Wikipedia ist sehr textbasiert. Die Wikipedia folgt einem Wissensbegriff der Aufklärung, den ich sehr angenehm und sehr selbstverständlich finde, der aber natürlich ein bestimmter Wissensbegriff ist und der sehr viele andere Wissensbegriffe und sehr viel Wissen ausschließt, per Definition. Und drittens ist sie dadurch, dass sie eine Enzyklopädie ist und dass sie diesen Wissensbegriff hat, gibt sie einen enormen starren Rahmen vor. Auch die Wikipedia wird daher irgendwann mal in einem neuen Kontext existieren. Und ich bin sehr gespannt darauf, was in diesem Zusammenhang passiert. Das Schöne ist, die Wikipedia bietet diese Möglichkeit, diese Nachteile auszugleichen. Jemand anders kann kommen und etwas und es besser machen. Sei es in einer Enzyklopädie oder wie auch immer. Sie können diese Inhalte nehmen, wenn Sie sie besser kuratieren, wenn Sie sie besser darstellen können, wenn Sie sie besser nutzbar machen können, können Sie das tun, weil diese Inhalte unter einer freien Lizenz stehen. Das ist die Chance, das ist der Kontrollverlust, den Wikipedia so großartig findet, den ich so großartig finde, weil er tatsächlich ermöglicht, diese Restriktionen, die Wikipedia unterliegen, diese Restriktionen abzubauen, indem einfach jemand anders kommt, der einen besseren Vorschlag hat. Mit diesen Veränderungen, mit diesen Selbstverständlichkeiten sind wir nicht alleine. Viele Bereiche, in denen wir uns aktuell bewegen, die wir aktuell beobachten können, unterliegen diesen Veränderungen. Das, was da neu ist, dass wir nicht mehr Konsumenten, nicht mehr Leser, nicht mehr Betrachter, sondern Nutzer sind. Presse und Verlage hatte ich schon angesprochen. Schulen sind ein Bereich, über den wir noch sehr viel hören werden in den kommenden Jahren, wenn es um freie Bildungsinhalte geht. Im Fachbegriff heißt das Open Educational Resources. Die Frage, die dahinter steht, ist es tatsächlich so eine kluge Idee fürs 21. Jahrhundert, Klassensätze an Schulbüchern, die einmal alle drei Jahre redigiert werden, an Schulen zu verteilen? Die Schüler klappen sie auf und lesen diese Schulbücher. Oder ist nicht eine kollaborative Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden, und ja, das ist ein Bezug auf Humboldt, nicht das, was wir uns auch an Schulen wünschen sollten. Sollten Lerninhalte nicht etwas sein, was wir uns gemeinschaftlich erarbeiten, statt sie uns vorgeben zu lassen? Ich weiß, das klingt auch erstmal, ja, aber Moment, die Fachleute, die Pädagogen, das ist alles richtig. Aber Wikipedia sollte zumindest ein bisschen Mut machen, dass, wenn man das ausprobiert, dass etwas sehr Gutes funktionieren kann. Freie Software kennen wir alle, die ebenfalls auf diese Veränderungen reagiert hat. Aber es gibt auch noch ein ganz anderes Beispiel, an das man vielleicht nicht so schnell denkt. Und gerade Berlin ist einer der großen Vorläufer dafür. Das ist das Urban Gardening. Also die Nutzung des öffentlichen Raums, die Aneignung des öffentlichen Raums durch Amateure, durch Leihen. Wir warten nicht aufs Grünflächenamt, bis die uns unsere Grünanlage schön machen. Wir machen uns die selber. Wir machen sie uns so, wie wir das wollen. Das ist genau das Gleiche. Wir sind nicht einfach nur Betrachter dieser Grünflächen, sondern wir sind Nutzer. Wir verändern sie so, wie wir sie haben möchten. Und dadurch werden sie besser. Das sind nur einige wenige Beispiele, in denen sich diese Veränderungen, diese Selbstverständlichkeiten auswirken. Staatlich gesehen, gesellschaftlich gesehen müssen diese Veränderungen, jetzt wieder den Schluss zu den Gedächtnisorganisationen zu finden, daraus leiten sich staatliche Forderungen ab. Die Finanzierung, die gestern so gerne und zu Recht angesprochen wurde, muss in so einem Kontext vom Staat sichergestellt werden. Es kann nicht angehen, dass eine Organisation in der Lage sein, dass eine Organisation quasi selber noch Geld verdienen muss, zum Beispiel mit der Nutzung von Inhalten, sondern das muss eine gesellschaftliche Aufgabe sein, so etwas über Steuern zu finanzieren. Änderungen im Urheberrecht, Leistungsschutzrechte etc. Fallen ebenfalls in diesen Bereich. Aber die interessantesten Konsequenzen spielen sich bei Ihnen, in Ihren Häusern, in Ihren Institutionen, in Ihren Organisationen, bei den Gedächtnisorganisationen ab. Und was werden diese Veränderungen sein? Wie reagieren Sie auf diese Selbstverständlichkeiten, auf diese Veränderungen? Ich habe keine Ahnung. Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Aber Konferenzen wie diese und der Austausch zwischen den wenigen Erfahrungen, die wir bereits in diesem Zusammenhang sammeln konnten, und Ihrem fundamentalen Wissen in der Vermittlung von kulturellem Erbe, können es uns vielleicht ermöglichen, einige Antworten zu finden. Und darauf bin ich in den kommenden Stunden und Tagen sehr gespannt. Vielen Dank. Hier geblieben.
Ich denke, das hat sicher die ein oder andere Frage provoziert und wir wollen jetzt schon noch die Gelegenheit geben, auch diese Fragen zu stellen oder diese Anmerkungen zu geben. Fragen, Anmerkungen? Wie? Jens Best nicht da. Dann eine Frage von mir. Bei den Geschäftsmodellen und dass es ja nichts Schlechtes ist, Geld mit etwas zu verdienen. Wie sehen Sie dort die Position des Künstlers in diesem großen Rahmen des kulturellen Erbes? Ich finde, wir haben ja bewusst in dieser Konferenz nicht das Urheberrecht in den Fokus gestellt, weil es um die Gestaltungsmöglichkeit gehen soll, also als Gedankenexperiment. Wir reden hier nur über gemeinfreie Werke, dann würde das alles wunderbar funktionieren. Aber trotzdem sei hier diese Frage nochmal erlaubt, wie ist das in diesem Kontext zu sehen, dass es ja auch dort einfach eine Notwendigkeit gibt, von dem, was man tut, zu leben. Natürlich. Also ich glaube, alles, was nicht mehr ins Urheberrecht fällt, also was aufgrund der ausgelaufenen Schutzfristen oder des Urheberrechts nicht mehr geschützt ist, darüber sprechen wir nicht. Aber natürlich gibt es viel kulturelles Erbe, viel Dinge, die noch einem Urheberrechtsschutz unterliegen. Und das ist selbstverständlich. Ich bin kein Gegner des Urheberrechts. Die Wikipedia, die freie Lizenz Creative Commons, die wir nutzen, lebt davon, dass es ein Urheberrecht gibt. Und dementsprechend rede ich nicht der Abschaffung oder einer übermäßigen Liberalisierung des Urheberrechts das Wort, auch wenn es da durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Aber da haben Sie völlig recht, das ist ein anderes Thema. Die Rolle des Schaffers, Marc Schaffers. Erstmal, glaube ich, finde ich, muss man in einer Sache sehr fair sein. Man muss nämlich sagen, dass es die allermeisten Werkproduktionen überhaupt nicht betrifft, weil die allermeisten Werkproduktionen überhaupt nichts damit zu tun haben, dass jemand davon lebt. Wir sehen immer gerne den professionellen Autor, den professionellen Künstler als Prototypen. Aber die allermeiste Werkproduktion erfolgt nicht, weil jemand davon leben will oder weil jemand davon leben kann. Da habe ich zwar also einen Schutz, den Urheberschutz, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich damit wirklich Geld verdiene. Also in den allermeisten Fällen verdient niemand mit der Produktion eines Werkes Geld. Das ist, finde ich, erstmal so eine Selbstverständlichkeit, die man aussprechen muss. Das bedeutet, dass ganz viele dieser Menschen, wenn sie denn die Möglichkeit hätten, zum Beispiel über Creative Commons Lizenzen, sie, glaube ich, überhaupt kein Problem damit hätten, diese Inhalte auch unter eine freie Lizenz zu stellen, weil es ihnen überhaupt um die Verbreitung, um den Wert, das kulturelle Erbe geht und nicht um die Frage, wie sie damit Geld verdienen wollen. Aber dann gibt es selbstverständlich diejenigen, die damit Geld verdienen. Das sind zum einen der Künstler, das ist der Verwerter, die Verwertungsgesellschaft. Und das sollen sie auch alles tun. Sie sollen das aber natürlich in einem Rahmen tun, der, ich darf nochmal an den Kampfbegriff des geistigen Eigentums erinnern, sie tun es in einem gesellschaftlichen Rahmen. Und sie tun es nicht einfach nur im stillen Kämmerlein, sondern in dem Moment, in dem sie damit nach außen treten, treten sie in die Gesellschaft und damit auch in die Grundwerte dieser Gesellschaft mit ein. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es auch einen gesellschaftlichen Anspruch auf die Nutzung von auch dieses Eigentums gibt. Und hier ist es die Aufgabe eines guten, eines klugen Urheberrechts, einen Ausgleich zu finden zwischen den berechtigten Interessen eines Künstlers, den berechtigten Interessen eines Verwerters, ohne die es ja nicht geht, um Gottes Willen, aber eben auch den berechtigten Interessen einer Gesellschaft. Und eine der ganz einfachen Dinge, die man machen könnte, wäre, die Schutzfristen zu verlängern. Ich habe nie begriffen, warum ein Patent nur 25 Jahre mir die Möglichkeit nutzt, ein zum Beispiel Medikament wirtschaftlich auszubeuten. Ich allerdings als Schaffer eines Werkes noch 75 Jahre nach meinem Tod einen Schutz auf meinem Werk liegt. Das habe ich nie begriffen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man, glaube ich, einen klugen Ausgleich schaffen könnte. Gut, ich habe jetzt zwei Wortmeldungen, Herr Pfennig. Und dort, ich möchte jetzt am frühen Morgen dass die Urheberrechtsdebatte schon ganz hoch kocht, aber trotzdem noch, ich denke, zwei Anmerkungen dazu sollten wir zulassen, bevor es weitergeht. Herr Pfennig. Also ich will zum Urheberrecht hier nichts sagen. Ich will nur sagen, Ihre letzte Selbstverständlichkeit kann man natürlich aus urheberrechtlicher Sicht total bestreiten, das wissen Sie auch. Ich wollte was anderes hier zur Sprache bringen. Es gibt ja in Fragen der Nutzung von öffentlichem Eigentum bzw. von Wissen, was in Museen
geschaffen wird von Museumsmitarbeitern. Es wird ja niemand bestreiten, dass das geschieht. Das ist ja das Ergebnis von Forschung und so weiter. Es gibt jetzt eine EU-Richtlinie, die den wirtschaftlichen Zugang durch Unternehmen in Europa praktisch frei gestalten soll auf alles Wissen, was in Museen erarbeitet wird. Und zwar kostenfrei, und zwar zugunsten von Kulturindustrien, ausdrücklich zugunsten der Wirtschaft. Die ICOM hat sich dazu geäußert und hat dem vehement widersprochen und gesagt, es kann nicht sein, dass das ganze Ergebnis der Arbeit von Museumsmitarbeitern sozusagen auf einen Strich jetzt völlig freigestellt wird. Bisher gab es eine Richtlinie, die das in Bezug auf öffentliche Ergebnisse anderer Behörden erlaubte, und jetzt soll das ausgedehnt werden auf Museen. Ich wollte hier nur mal diejenigen, die sich in Museen besser auskennen als ich, fragen, wie eigentlich ihre Reaktion darauf ist. Denn das bedeutet im Ergebnis, so stellt es die ICOM dar, ich kann nur die Stellungnahme einer sehr klugen Museumsfrau aus Berlin, aus meiner Sicht jedenfalls, die erarbeitet hat, hier referieren. Das bedeutet, dass in Zukunft Google oder jedes andere Unternehmen kommen kann, zu Museen gehen kann und sagen, ihr habt hier eine Forschung gemacht, ich weiß nicht zu wem, zu Kitai vielleicht ein Katalog, stellt mir diese Ergebnisse zur Verfügung, ich will damit ein Kunstbuch machen. Übrigens glaube ich nicht, dass alle mit Kunstbüchern Millionen verdienen, wie Sie das gesagt haben, aber es kann vorkommen bei Herrn Taschen oder bei anderen. Und auf diese Weise wird praktisch alles, was in Museen erarbeitet wird, als Material, als Rohstoff für die europäische Kulturindustrie freigegeben. Ich weiß nicht, ob die Museen sich überhaupt dessen bewusst sind. Es wird erstaunlich wenig über diese Richtlinie diskutiert. Aber da geht es um die substanzielle Arbeit auch von Mitarbeitern in Museen, die nämlich alle Kontrolle darüber verlieren, wenn diese Unternehmen kommen und darauf zugreifen können. Ich referiere nur, was ICOM dazu gesagt hat. Gut. Wir sammeln noch kurz eine Stellungnahme und dann Pavel als... Also zum einen ist es natürlich so, dass jeder Urheber davon leben sollte und nur weil er nicht davon leben kann, nicht deswegen trotzdem mehr eigentlich an Einnahmen verdiente. Zum anderen gibt es natürlich zusätzlich zu den kommerziellen Nutzungen auch gemeinnützige Nutzungen, die bestimmte Dinge weiter transportieren. Und da gibt es natürlich tatsächlich das Dilemma, wo man sagt, viele digitalisierte Kunstwerke sind ja bereits mehrfach bezahlt von den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern. Warum sollen sie eventuell noch einmal dafür bezahlen? Und wie bei einer Kinokarte, man zahlt ja dreimal, einmal über die Filmförderung, einmal über die GEZ und einmal über die Kinokarte, ist es bei Kunstwerken bzw. spezifiziert auf digitalisierte Kunstwerke hier ebenso, man hat über Steuergelder viel bezahlt, auch diese Museen, über die Eintrittskarten und über die Digitalisierung, über Europäer etc. wiederum. Ja, gut. Zwei Sachen. Zum einen auf diese EU-Richtlinie, die ich, muss ich zugeben, im Detail nicht kenne. Aber ich hoffe mal, dass es dabei nicht nur um die Nutzung durch Industrieunternehmen geht, sondern dass es einfach bedeutet, dass es... Ja, dann ist es selbstverständlich verabscheuenswürdig. Aber wenn es denn so ist, dass tatsächlich jeder die Produkte von Museen nutzen kann und eben auch Unternehmen, dann würde ich die Frage stellen, wow, und wo ist das Problem? Also ernsthaft, wo ist das Problem? Ich kann es so nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich kann über diese Richtlinie relativ wenig sagen, weil ich sie ganz wenig kenne. Ich finde das einen sehr guten Hinweis mit dem doppelt bezahlen oder dreifach bezahlen. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass es gar nicht immer nur um die Frage geht des Bezahlens, also dass ich nochmal Geld geben muss, wenn ich etwas nutzen will, sondern alleine, dass ich um Erlaubnis fragen muss. Alleine, dass ich also durch einen Prozess gehen muss, der kompliziert ist, der ich muss mich darum kümmern, dass mir jemand erlaubt, dass ich einen Teil dieses kulturellen Erbes, wie immer ich das tun möchte, auch nutzen möchte. Und das gibt diesen Institutionen, Organisationen die Möglichkeit, das nicht zu erlauben, aus welchen Gründen auch immer. Und ich stelle die Frage also nicht nur, warum soll ich dafür bezahlen? Das Bezahlen ist der eine Punkt. Aber selbst wenn das alles kostenlos wäre, ich aber trotzdem um Erlaubnis fragen muss, ist das keine freie Nutzung. Und es ist keine Möglichkeit, das ist noch nicht der Kontrollverlust, den ich glaube, den wir haben müssen. Deswegen ein bisschen weg von dem Bezahlen, sondern hin zur auch Erlaubnis. Und nicht nur Erlaubnis fragen zu müssen, ermöglicht vieles, was mit einem solchen Prozess nicht möglich wäre. Gut. Ich sehe schon, die Diskussion kommt im Gang und das ist auch gut so. Kai Wessnik wollte noch was sagen. Ich lasse ihn jetzt trotzdem nicht dran, sondern mache weiter, damit wir ein bisschen zumindest im Zeitplan...